hast die Stühle falsch gestellt. So. Was? Ich habe sie so schön hingestellt, damit die ungefähr gleich groß sind. Ach so. Jeder weiß, dass die Flasche ja kleiner ist als die Schachtel. Ja, aber so sind sie so richtig schön aus, okay. Oder? Ja. Nee, alles gut. Was? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club. Liebe Whisky-Fans, wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit an Bord seid. Und neben mir Manuela. Hi. Und Thomas. Hi, danke. Und heute hast du ein besonders cooles Shirt mitgebracht. Ja, genau. Heute habe ich was ganz Besonderes an. Anvil. Anvil ist für mich eine absolute Herzband. Ich weiß nicht, wer sie kennt, wer sie nicht kennt. Die sind schon seit 1000 Jahren zusammen. Hatten am Anfang ganz viel Erfolg. Also guten Erfolg. Kurz, ganz kurz. Ja. Und dann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Oder die hatten einfach, die haben es einfach nicht wieder geschafft. Irgendwie. Die gehörten in den 80ern, glaube ich, zu den ganz Großen. Ja. So neben Judas Metal Priest. Metal on Metal, richtig. So heißt, glaube ich, ihr größter Hit und so. Ja. Kommen aus Kanada, sind zwei Jungs, also hier sind sie auf dem Cover zu sehen, die sich schon im Alter von 14 Jahren kennengelernt haben, befreundet haben und seitdem gemeinsam Musik machen. Ja. Und die sind teilweise wirklich über die Jahre völlig in Vergessenheit geraten. Auf dieser Dokumentation, die ich also wirklich wärmstens empfehlen möchte, kann man die Bandgeschichte so ein bisschen nachverfolgen und mitbekommen, unter welch beschissenen Bedingungen die teilweise zu spielen hatten. Ja, aber das haben ganz viele Bands. Und trotzdem mit der Leidenschaft immer weiter gemacht haben. Und wir haben sie kürzlich gesehen in Stuttgart. Genau. Wir waren auf einem Konzert. Im Wietzemann haben wir sie live gesehen. Wir blenden euch hier mal ein paar Bilder ein von diesem Konzert. Das war großartig. Hab Foto mit Lips noch zusammen. Ja, der Sänger. Ist der Sänger. Das ist der Leadsänger hier. Genau. Auf Geiser, genau. Das ist Lips, Rob Reiner. Und wie gesagt, die Doku ist klasse. Wir blenden unten wieder einen Song von der Band ein. Das sind halt so Metal-Bands, die einfach wirklich Metal machen, weil sie es von Herzen lieben halt. Man merkt, die machen das. Von Herzen, die Metalheads da draußen kennen Anvil ganz, ganz sicher. Hundertprozentig. Und die haben eine Stimmung und eine Atmosphäre in dem Club da verbreitet. Ja. Unbeschreiblich. Ja. Da ging die Post ab. Das war wirklich richtig, richtig cool. Und wir machen gerne ein bisschen Werbung für die Band hier. Ja. Ne? Und da wir beim Thema Leidenschaft und Herzblut und so sind, kommen wir natürlich jetzt zu einer Destillerie, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Meine Liebe für Whisky hat ja mit Laphroaig angefangen, Laphroaig Quarter Cask, also bekannter wahrscheinlich als... Ich glaube, das hast du auch jetzt schon das eine oder andere Mal. Ich glaube, ganz häufiger habe ich erwähnt, dass ich der Corey mag von Ardbeg. Ach so, aber das ist natürlich... Nein, Liebe. Laphroaig... Eiler Destillerie, Insel Eiler, gegründet 1815. Mhm. Leider nicht mehr unabhängig, gehört jetzt zu dem großen Spirituosenkonzern Jim Beam, Suntory, irgendwie sind die da verbandelt. Machen nichtsdestotrotz tolle Whiskys. Also ich würde mal sagen, der Laphroaig 10, der 10er, ist der rauchige Einsteiger-Whisky schlechthin, oder? Er ist auch er kostet ja auch wirklich nicht viel. Ne? Der ist unter 40. Das ist um die 435 Euro ungefähr. Ich würde sogar sagen, manchmal kriegt man ihn sogar unter 30. Ja, aber selten. Ja, selten. Wenn aber okay, auch für 40 Euro, ganz ehrlich, Laphroaig 10er ist so ein Klassiker, der bei mir nie fehlt. Genau. Also für mich ist es so das, was immer sicher bei mir drin. Und Laphroaig ist so eine Destillerie, aus der ich schon unfassbar viel probiert habe. Also wie gesagt, den 10er habe ich getestet, den 18er, den 25er, den 28er haben wir auch mal zusammen probiert. Ja, tatsächlich, was für ein Brett, unfassbar. Oh, yeah. Und dann gibt es natürlich auch welche ohne Altersangabe, ne? Also zum Beispiel den Quartercast, den du erwähnt hast, oder den Law, den wir hier schon mal gemeinsam verkostet haben. Laphroaig macht viel, wir haben ganz, ganz viel getestet. Die 10er Edition gibt es übrigens mit normal 40 Volumenprozente Alkohol und auch in der Fassstärke, die übrigens sehr empfehlenswert ist, wenn ihr die mal bekommt, den 10er in Fassstärke. Mhm. Und heute haben wir euch einen mitgebracht, den gibt es erst seit dem Jahr 2021. Das ist der 10er und zwar in der im Sherry Oak Finish. Ja, also mit... ausgebaut in Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern und nochmal nachgereift in Ex-Oloroso-Sherry-Fässern. Ganz ehrlich, das klingt so nach meinem Traum. Das, was ich am liebsten habe, kommt zusammen. Also Rauch und Sherry. Und Sherry, das ist so Beuteschema. Ja, absolut. Schenk dir mal ein Glas ein. Bitte. Oh,
Der Korken sitzt schön stramm drin. Der knarzt richtig gut. Den kriegen wir raus, ganz sicher. So, was man zu Laphroaig sagen muss, ist, ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass sie ihre Whiskys färben, aber in dem Fall nicht kältefiltrieren. Okay. Der Zehner ist, glaube ich, auch kältefiltriert und gefärbt. Mhm. Der hier ist nur gefärbt. Ich meine, es ist eine schöne Farbe. Kein Ding, ne? Wenn ich das aber so sage. Aber wenn es gefärbt ist, kann man es ja schlecht einschätzen. Dann kann man es schlecht einschätzen. Wobei garantiert durch die Sherry-Fässer mit Sicherheit Farbe reingekommen ist. Sind wir sicher, dass der gefärbt ist? Also ich frage, ich weiß nicht. Ich habe gelesen, wie ist das immer? Wenn sie nichts draufschreiben, dann ist er auch nicht gefärbt. Ne? Sie müssen, glaube ich, wenn sie Farbstoff zugeben, müssen sie es deklarieren. Ja, ich lese nichts. Darüber hatte ich schon eine Diskussion im Internet mit dem lieben Auberginen-Peter. Grüße an dieser Stelle. Wo ist eigentlich geblieben? Meld dich mal wieder, sag mal was dazu. Also ich lese hier tatsächlich nichts über Farbstoff. Nee, ich auch nicht. Und demnach dürfte er eigentlich nicht gefärbt sein, weil das deklariert werden müsste. Ist hier auf der Tube irgendwas drauf? Aber wenn sie es nicht färben würde, was ja eigentlich die meisten stolz drauf sind, würden sie es nicht draufschreiben? Also im Internet habe ich nur gelesen, dass er nicht kältefiltriert ist. Aber über Farbstoff, also dann gehen wir mal davon aus, dass er nicht gefärbt ist. Er sieht gut aus, auf jeden Fall. Er sieht super, schöne Farbe. Er sieht super schön aus und wenn nichts draufsteht... Ich meine, wenn Sherry voll Einfluss drauf hat, könnte die Farbe ja... Stramme 48 Volumenprozent Alkohol, das ist eine wunderbare Trinkstärke. Ja. Die kenne ich vom 18er, den es ja leider nicht mehr gibt, aber der für mich einer der besten rauchigen Whiskys aller Zeiten war. Und der hat auch 48. Preislich liegen wir hier so bei etwas über 50 Euro. Okay. Ne, also gar nicht so viel mehr als der standardmäßige 10er. Wird's der auch aus dem Deckel? 10, 20 Euro. Den kann man jetzt regelmäßig kaufen, ne? Ich glaube, den gibt es jetzt regelmäßig. Okay. Ja. Und die Frage ist natürlich, verträgt sich das gut? Der Rauch und der Sherry. Aber so wie ich dich hier höre, scheint sich das schon gut zu vertragen. Ich höre hier immer so Wohllaute von der linken Seite. Es muss ja nicht immer sein, dass es zusammenpasst. Also ich meine, schon rein vom Gefühl her würde man denken, Rauch und Sherry passt ja nicht. Oh Mann. Aber ich finde, in der Nase... Der riecht aber echt gut. Der riecht echt gut. Oh Gott, ja. Ich freue mich richtig drauf. Ne? Meine Güte, also er riecht wie Medizin. Natürlich, er hat das medizinische Raucharoma des Laphroaig. Das ist ganz klar drin. Aber es kommen sofort so süße Noten hinzu. Sowas wie Honig und dunkle Früchte. Oh, das erinnert mich irgendwie, also dieser Rauch, dieser Speckrauch oder was es auch ist, erinnert mich irgendwie an meine Zeit, als ich Kind war und ich meine Großeltern in Italien besucht habe. Okay. Die hatten ja so extra so eine Räucherkammer, wo sie halt Speck und Salami, ich als Vegetarier natürlich jetzt, ne? Aber damals, ich finde diesen Geruch, der war ewig noch drin. Auch nachdem sie gestorben sind, dieses Häuschen war also Stein halt und schwarz, denn wirklich schwarz wie die Nacht. Und das Ding hat gerochen ewig danach, Jahre und Jahre danach. Ich kann nicht schwören, dass es immer noch nach Rauch riecht, nach gefühlt tausenden Jahren. Aber irgendwie hat das für mich einen Geruch von Heimat. Ja. Das holt mich jetzt voll ab. Genau. Also ich kann das voll nachvollziehen. Oh. Es ist immer noch so ein bisschen dieser medizinische Rauch von Laphroaig, aber er ist abgemildert, aufgefangen durch diese weichen Sherry-Noten. Oh. Und da kommt wirklich so ein bisschen Räucherspeckaroma tatsächlich durch. Ja. Ich habe mal irgendwie mal gelesen im Netz, dass er, soweit ich mich ja für Laphroaig sehr interessiere, dass er irgendjemand mal irgendwo stand, dass er Mulbinden-Aroma drin hat. Mulbinden. Da frage ich mich manchmal, wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. Hat man schon mal was an Mulbinden gelutscht? Also nee, nicht gelutscht. Der Geruch. Es geht der Geruch. Ja. Aber Mulbinden haben ja so ein bisschen sowas medizinisch krankenhausmäßiges. Ne? Und aber vielleicht. Seid ihr auch immer fasziniert, wenn irgendwelche komische Begriffe. Wir hatten doch mal einen, da stand irgendwie Puderzuckergeruch und nach was riecht. Wir hatten mal Puderzucker, wir hatten karamellisierten Rauch, haben wir mal irgendwo gelesen.
irgendwie bei einem Tasting. Das ist, wenn, also, Rauch, wenn Zucker anbrennt. Also manche unter den Whisky-Fans ja. sind tatsächlich sehr, sehr lyrisch veranlagt und finden da ganz, ganz tolle Geruchs-, ja. Geschmackseindrücke. Und ich amüsiere mich da immer drüber. Ich finde ja. das, find das teilweise wirklich richtig süß. Ja, aber also der riecht jetzt fantastisch. Also ja. für ja. mich. Tatsächlich. Komm. Oh, auf den habe ich mich gefreut. Zum Wohl, ihr Lieben. Oh Gott. So, ich gehe jetzt mal. Nimm den mit. Ja, du kannst gerne die Dose nehmen. Nee, ich lebe schon. Ich nehme die Flasche. Der ist der Hammer. Oh. Der ist der Hammer, dieser Whisky. Oh Mann. Meine Güte, ist der oh. gut. Ja. Also, ich versuche mal die Eindrücke so ein bisschen zusammenzukriegen. Intensiv, super aromatisch, kräftiger Rauch, süße, dunkle Früchte, leichte Pfeffrigkeit so von den Fässern auf der Zunge. Er ist richtig komplex. Ich finde ihn auch vielschichtig. Es ist nicht so einfach nur Rauch und Sherry, nee. Sondern da passiert ganz viel zwischendrin noch. Also, ich finde auch, er kombiniert dieses Rauchige mit dem Sherry unfassbar gut. Und er hat irgendwas von, ich kann es gar nicht sagen, es erinnert mich, wie gesagt, an meine Kindheit, meine Heimat, meine... Ja. Das ist richtig, man weißt du, was ich in dem fühlt sich wohl. Was ich in dem auch entdecke, was mich zum Beispiel beim 28er so fasziniert hat, war so ein gewisses Aroma, so eine Note von Nadelhölzer. Mhm. Und komischerweise habe ich hier auch wieder so ein bisschen so ein Nadelholz, so eine Assoziation Stimmt. nach Nadelhölzern. Stimmt. Aber mehr im Geschmack als im Geruch tatsächlich. Oh Mann, ist der gut. Er ist schwer, er ist ölig, er ist super intensiv. Ich mag es schwer und ölig. Boah, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Der wärmt auch so unfassbar schön von innen raus. Wie teuer war der nochmal? 50 irgendwas? Ja, also so. Absolut. Ja. Ich glaube so, guck mal rum, also vielleicht hat es euer Händler... hat dann da oder mal im Angebot oder so. Also ich meine mich zu erinnern, so ab 50 Euro so plus minus gibt. Und ich finde ihn dafür super. Absolut. Was für eine Granate. Wir haben nur ganz wenig Wasser hier, ne? Ja, ja, willst du ich mal möchte, verdünnen? Ich möchte mal schauen, also ganz, ganz, ganz wenig, ob der irgendwie Geschmack. Weil manchmal lohnt sich das tatsächlich. Aber ganz wenig. Ja, dann gib mal her, dann probiere ich das auch mal. Weil ich finde, wenn sie eher so ölig schmecken oder sich anfühlen, dann bricht das fast so wie die Oberfläche und das kommt noch viel mehr raus. Mhm. Und da braucht es wirklich nicht viel. Also finde ich einen Teelöffel weniger, nur ein paar Tropfen. Was auch ganz typisch Laphroaig ist, finde ich, ist so diese Assoziation nach Meer. So ein bisschen Seegras und Jod und du hast so, ich meine, diese Lagerhäuser von Laphroaig, wer schon mal da war, die liegen ja auch direkt am Meer. Ne? Die sind ja so richtig, ich glaube, Laphroaig ist ja auch die südlichste Destillerie von Islay und die wird so richtig am Meer, so von den Wellen umspült fast. Ne? Und da bilde ich mir mal ein, so leicht salzige Aromen noch mit drin zu haben. Also wie Salted Caramel, so ein bisschen Süße und Salzigkeit und Rauch und Sherry und Früchte. Und das ist ein komplexes Ding. Wow. Was für ein schöner Whisky. Hast du jetzt noch Wasser reingemacht? Mhm. Ja. Okay. Oh, immer noch super. Immer noch super, aber ich finde, im Gegensatz zu anderen Whiskys passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, oder? Hast du den Eindruck, dass der jetzt irgendwie fruchtiger, aromatischer wird? Fruchtiger wäre ja schlecht. Nein. Ja, das ist häufig so bei fast starken Whiskys. Mhm. Wenn der Alkohol zu sehr dominiert, lohnt es sich mal ein bisschen Wasser reinzutun, dann hast du ganz andere Aromen auf einmal. Ich finde eher, dass es, also vielleicht täuscht mich das, ich finde bei rauchigen Whisky, die eher so fast wie ölig sind, habe ich das Gefühl, dass ein bisschen Wasser, der Rauch fast noch mehr steigt. Ja. Habe ich das Gefühl. Täuscht mich das? Ja. Suchen wir was? Ja, wir suchen den Stift. Also er ist fantastisch, ganz ehrlich. Granatmäßig. Super Trinkstärke. Also ich würde sagen, er toppt den einfachen
10er Umlängen. Ja, und der ist schon gut. Oh mein Gott, der ist schon gut. Ist super. Er kann durchaus mithalten, finde ich, mit dem 10er in Fassstärke. Ist er so gut wie der 18er? Nein, ist er, glaube ich, nicht. Also nach meinem Empfinden nicht. Und der 28er ist sowieso eine Liga für sich selbst. Aber ich... Aber der kostete auch einen Augapfel, oder? Der 28er? Der 28er, ja, das ist, ist eine Investition. Ne? Aber... Und wir haben ihn getrunken. Wir haben ihn mal probiert. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, den mal zu probieren. Das ist was ich euch fragen möchte auch. Das ist toll. Macht ihr das auch mal, wenn ihr einen Whisky habt, der unfassbar teuer ist oder ihr fast nicht mehr kriegt? Macht ihr den einfach auf und trinkt den? So als wäre es euer letzter Tag auf Planet Erde? Oder sagt ihr, ich behalte den mal, man weiß ja nie, wie teuer der Wert. Also gut. Ich bin gespannt, was ihr... Ich meine, der 28er hat natürlich im Wert deutlich zugelegt. Mhm. Aber eigentlich ist Whisky ja zu schade, um ihn in den Keller zu packen und darauf zu hoffen, dass er im Wert steigt. Whisky ist dazu da, um getrunken zu werden. Ja, aber machen das nicht ganz viele? Und ich kenne aber durchaus Leute, die zum Beispiel sagen, wir machen eine kleine Gruppe und 5-6 Leute und jeder zahlt irgendwie ein Hunni oder 50 Euro und dann macht man eine Flaschenteilung. So. Oh, ja. Und dann kann man sich solche Tropfen mal leisten. Mhm. Ja. Also das geht ja auch. Mhm. Aber echt. Das ist fantastisch. Oh, was für ein schöner Whisky. Meine Fresse. Lafroig macht schon gutes Zeug. So. Sommer? Ja. Ich gebe ihm eine 91. 95. Aber er kommt nicht ganz an kommt der an Corey ran? Habe ich da damals so mein großes Schmerz her? Der Corey, das Maß aller Dinge. Ja. Ja, nee, wobei mittlerweile ich auch ganz viele kenne, die dran kommen. Mhm. Aber ich finde halt, mein Ding ist ja dieses Rauchige und Sherry und das verbindet sie halt wirklich. Und das gibt mir vielleicht auch, weil es das Gefühl von Heimat gibt und das ist irgendwie, also ich liebe ihn. Ja, wenn du die kleine Räucherhütte in Kalabrien vor Augen hast und Kindheit und dann kann ich das gut nachvollziehen. Oma und Opa, ja. Ich vermisse sie. Aber es ist definitiv einer der besten Lafroigs, die ich bisher getrunken habe. Ja. Mhm. Besser als der Law, besser als der Quarter Cask ist mir zu rauchig, tatsächlich. Besser als der 10er und gleich auf mit dem 10er in Fassstärke. Also richtig, richtig gutes Teil. Probiert den mal. Ja, kleine Empfehlung von uns. Der ist auch bezahlbar. Ja, er ist noch bezahlbar und er hat eine klare Altersangabe. Und wie gesagt, ob er gefärbt ist oder nicht, sind wir uns jetzt nicht so ganz einig. Ich würde jetzt mal sagen, im Zweifel für den Angeklagten, ne? Wenn nichts draufsteht, ist er nicht gefärbt. Vielleicht wisst ihr was Besseres, vielleicht habt ihr andere Informationen als wir, aber geschmacklich ist ja über jeden Zweifel erhaben. Ein tolles Ding. Liebe Freunde, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich habe wieder einen tollen Whisky entdecken dürfen. Super. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder und leistet euch mal, guckt mal, ob ihr den Anvil-Film irgendwo kriegt. Oh, ja. Ich glaube, auf Deutsch heißt der Geschichte einer Freundschaft oder so. Ne? Das weiß ich gar nicht. Den gibt es, glaube ich, mit deutschen Untertiteln. Anvil, Geschichte einer Freundschaft. Das ist so ein bewegender Film. Also ich war zu Tränen gerührt, als ich den gesehen habe. Die haben es ewig zusammen, die sind ja immer noch zusammen, obwohl sie eigentlich gar keinen großen Erfolg hatten. Aber da merkt man halt wirklich die Leidenschaft, die man hat. Total. Nee, nicht der Lips hätte ja bei Motorhead sogar mitmachen können, ne? Bei Motorhead. Mhm. Lemmy hat ihn gefragt, er hat die Story erzählt an diesem Abend. Ja, genau. Ob er halt bei ihm mitmachen möchte und er hat einfach gesagt, nö. Er bleibt bei seinem Kumpel Rob und bleibt weiter erfolglos und macht lieber sein eigenes Ding und das finde ich absolut bewundernswert. Also Herz. Ja, wirklich ein Herzensfilm, ein Herzenswhisky. Genau. Ihr Lieben, macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.